Willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie hier im Regionalfernsehen zu unserem MacPom-weiten Magazin. In dieser Ausgabe schauen wir in Wismar und in Rostock in spezialisiertem Einzelhandel vorbei und beginnen wollen wir damit, Ihnen ein neues Hotel in Anklam vorzustellen. Seit diesem Frühjahr begrüßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines neuen Hotels mitten im Stadtzentrum der Hansestadt Anklam ihre Gäste voller Stolz und Freude. Das Hotel Anklammerhof vereint in sich das Zusammenspiel eines modernen Neubaus für den Hotelbereich mit dem Charme des alten, umgebauten Postamts für die hoteleigene Gastronomie. Also die Idee ist in der Tat schon einige Jahre zurück. Ja. Allein der Bau hat 6 Jahre gedauert. Die Idee ist sicherlich 10 bis 12 Jahre alt, als die Inhaber das erste Mal sich darüber unterhalten haben, was man denn hier draus Schönes machen kann. Ja, und letzten Endes wurde dieser Gedanke weiterentwickelt, als die Post dann auch zu Verkauf stand. Jeder Gast findet hier Übernachtungsmöglichkeiten. Egal, ob man die nahegelegene Insel Usedom nur als Tagestouristin sowie Tourist erkunden oder auf den Spuren von Otto Lilienthal wandern möchte. Obwohl der Plan, das Hotel zu bauen, schon lange bestand, hatte auch hier die Corona-Krise Einfluss auf die Fertigstellung. Erstmal hat es sich dadurch ausgewirkt, dass wir viel später geöffnet haben, als wir ursprünglich wollten. Die Bauzeit hat sich verzögert, liegt einfach auch daran, dass viele Materialien, viele Produkte konnten nicht so gefertigt werden, wie es in dem Zeitraum vorgesehen war. Es gab krankheitsbedingte Ausfälle, es gab unvorhergesehene Sachen, die natürlich auch bei einem Bau oder bei einer Restaurierung eines historischen Gebäudes immer wieder passieren können. Das hat zu Verzug geführt. Wir haben aber die Zeit sehr, sehr gut gemeistert und wir schauen positiv in die Zukunft. Wenn man den Marktplatz sowie die Innenstadt generell betrachtet, hat sich die Stadt Anklam in den vergangenen Jahren sichtbar positiv entwickelt. Mit diesem Hotel in der Stadtmitte kommt ein weiterer Baustein hinzu, der diesen Trend befeuern kann und wird. Wir sind momentan stets darum bemüht, dass wir Anklam bekannter machen, dass wir den Anklamer Hof bekannt machen, dass wir viele neue Gäste für uns gewinnen werden, die, wie gesagt, nicht nur aus der Liebe zur Natur oder zur Insel Usedom hierher kommen, sondern auch der Geschäftsreisende, auch die Seminarteilnehmer, all diese Gäste, Strukturen und Zielgruppen sind wir am, wortwörtlich am beackern und bewerben, dass die bei uns hier mitten in der Stadt ihr Bett für die Nacht finden. Wer schon lange vorhatte, die Lilienthalstadt Anklam zu erkunden, kann sein müdes Haupt ab sofort im Hotel Anklammer Hof betten. Ganz flugpioniersgetreu die Gedanken fliegen lassen, sich Zeit für das Flanieren in der Stadt sowie am Penestrom nehmen und entspannen. Von der Peene an die Ostsee und das Wasser, ob groß oder klein, ist auch gutes Stichwort. Wir nehmen Sie jetzt nämlich mit in ein Angelfachgeschäft. Man sieht ihn schon von Weitem. Nicht nur sprichwörtlich wie ein Leuchtturm in der Landschaft, sondern es ist ein Leuchtturm. Zumindest optisch. In seinem Inneren hat sich Jonas Schoknecht seinen Traum vom sein Hobby zum Beruf machen erfüllt. Ja, eigentlich begann es im Jahr 2012 mit einer fixen Idee. Und dann 2 Monate später waren wir schon da. Also es ging alles relativ schnell. Und ja. Das war es eigentlich schon, relativ kurz und knackig. In Wittenbeck, bei Heiligendamm gelegen, erfüllt Jonas die Kundenwünsche. Und die sind recht vielfältig. Ja, eigentlich überwiegend das Kleingerät, womit man Geld verdient. Das andere steigert den Umsatz, na klar, aber viel Verdienst kommt durch den Kleinmaterial. Und natürlich auch Köder, alle Lehmköder und so. Das läuft eigentlich viel. Das Angeln war während der Corona-Zeit zwar erlaubt, doch Schottes Angelturm lebt auch vom Tourismus in der Region. Dieser ist in einigen Phasen der Pandemie komplett eingebrochen, um dann im Sommer wieder voll durchzustarten. Eine schwierige Zeit für den Inhaber. Ja, das liegt natürlich für alle gleichermaßen schlecht. Aber Not macht erfinderisch, eigentlich außer Hausverkauf, wie am Imbiss, per Online, per Telefon, per Zettel bestellen. Und dann wird es zur Tür gebracht. Das lief eigentlich relativ gut und hat uns gut über die Zeit gebracht.
Der gelernte Koch würde gerne noch viele Jahre den Angelturm betreiben. Doch der Handel im Internet, Konkurrenz in Nachbarorten und dann auch noch Pandemie haben dem Inhaber zugesetzt. Jetzt beginnt aber bald wieder die Hochsaison mit den Urlaubsgästen und hoffentlich verirren sich nicht nur ein paar wenige Touristen, sondern fahren Schottes Angelturm gezielt an, um sich mit Gerätschaften, Kleinteilen und Ködern zu bewaffnen. Und wir bleiben beim Fisch. Hing dieser am Haken oder ging ins Netz, so landet er in Wismar nicht nur auf dem Teller. In der Altstadt von Wismar gibt es seit 2019 einen Fischleder-Konzeptstore. Inhaberin Ramona Stelzer und ihr Team designen und fertigen dort individuellen Schmuck aus Fischhäuten. Das ist deutschlandweit wirklich einzigartig. Ramona Stelzer hat an der Hochschule Wismar Schmuckdesign studiert. Eine Professorin hat sie mit dem Material Fischleder bekannt gemacht. Die Diplomdesignerin war sofort Feuer und Flamme und die Idee, mit diesem Produkt selbstständig zu arbeiten, lag nah. Es hat ja alles sehr klein angefangen im Hinterhof, dann weitergezogen in die Lübsche Straße, in ein Atelier und jetzt seit 3 Jahren hier im Laden. Und ja, also es ist bisher super gut angekommen und ich freue mich sehr. Ja. Das Material Fischleder macht viele neugierig. Ob Rochen, Lachs, Scholle oder Stör, Ramona Stelzer verknüpft das außergewöhnliche Leder der Fische mit hochwertigen Edelmetallen. Das Konzept geht auf. Auch während der Corona-Pandemie konnte sich Ramona Stelzer mit ihrem Laden über Wasser halten. Es war natürlich schwierig, den Laden so lange zuzuhaben, keine Möglichkeit zu haben, zu verkaufen über den Laden. Aber glücklicherweise habe ich von Anfang an eben auch auf eine Online-Präsenz gesetzt und auch einen Online-Shop etabliert. Und darüber konnte ich mich dann eben über Wasser halten. Nun interessiert uns natürlich, Frau Stelzer, was darf die Zukunft bringen? Das Ziel für dieses Jahr war jetzt, eine neue Homepage an den Start zu bringen, was wir jetzt auch gemacht haben. Und sowas bringt ja auch immer ganz viel Arbeit noch mit sich, auch wenn das dann schon steht. Bedeutet das ja trotzdem aber immer daran zu arbeiten. Und eigentlich ist ein ganz großes Ziel, weiterhin ganz viel Spaß bei der Arbeit zu haben. Dass Fischleder als Produkt keinen Müll hinterlässt, ist für die Designerin ein zusätzlicher Bonus. Ein schlüssiges Konzept, das für Ramona Stelzer aufgeht. Mit diesem Blick auf maritimes Kunsthandwerk sind wir wieder am Ende unseres Magazins. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.